Tun oder nicht tun? Das ist immer die größte Frage. Unser Denken und Fühlen bestimmt unser Handeln. Die Gedanken und Gefühle, welche uns ständig erfüllen, bestimmen unser Leben. Um erfolgreich zu werden, kann es sein, dass Sie mehrere Dinge ausprobieren müssen. Auch mal Dinge zu tun, die Sie noch nie getan haben. In den Medien hören wir es dann von Menschen, wenn sie es geschafft haben. Ob es um neue Erfindungen handelt oder eine neue Geschäftsidee, die in kurzer Zeit sehr viele Millionen verdient haben. Die Überzahl der Menschen sagen oder denken dann, ja, der hat einfach Glück in seinem Leben gehabt. Meinen Sie, dass Bill Gates auch Glück hatte oder der Designer Christian Audigé von Ed Hardy? Lesen Sie Biografien von erfolgreichen Menschen und Sie werden feststellen, mit wie vielen Schwierigkeiten sie kämpfen mussten. Die Wahrheit und der Unterschied ist, alle sind für ihre Vision ins Handeln gekommen und haben nicht aufgehört, etwas zu tun. Wenn Sie eine Strecke von 2000 Kilometer fahren, fahren Sie diese auch nicht in einem durch. Hindernisse wie Schlafen und Tanken müssen auch zwischendurch erledigt werden. Sie hören ja nicht auf zu fahren, wenn der Tank leer geworden ist. Und wenn Sie auch mitten in der Pampa eine Reifenpanne haben sollten, so denken Sie auch in Lösungen, um weiterzukommen. Genau dasselbe gilt auch für Ihre Vision. Nehmen Sie Probleme vollkommen gelassen an und dann überlegen Sie sich, wie Sie alles besser machen können. Tun Sie nichts, bleiben Sie dort, wo Sie sind, mitten in der Pampa. Nicht immer führt der erste Ansatz gleich zum Erfolg. Manchmal ist vielleicht sogar das Ziel das Falsche. Aber ohne, dass Sie etwas getan haben, hätten Sie das nie erfahren. Ich habe zum Beispiel bereits viele Kurse und Seminare besucht. Bei jedem Besuch war etwas, das mich ein kleines Stück weitergebracht hat. Aus jedem Buch habe ich etwas mehr dazu gelernt. Das heißt, je mehr Informationen Sie nutzen, umso leichter fällt es Ihnen, erfolgreich mit Ihrer Vision zu sein. Manche Informationen haben für mich nicht bzw. nicht gleich funktioniert, aber daraus habe ich gelernt, immer mehr auf mich selbst zu hören und im Laufe der Zeit schnell zu erkennen, welche Informationen für mich funktionieren und welche nicht. Nur indem ich etwas getan habe, habe ich gelernt. Ausprobieren, lernen, üben, umsetzen und weitergehen. Ist seitdem für mich wie eine Art Motto geworden. Kennen Sie die Spruchweisheit, Erfolg hat drei Buchstaben? Tun! Da steckt ein Körnchen Wahrheit dahinter. Falls Sie allerdings feststellen, dass Sie das Falsche tun, sollten Sie es erkennen und bleiben lassen. Wenn Ihnen das Ziel allerdings entspricht und Sie sich vorstellen können, dass das Erreichen des Zieles Sie erfüllt, dann nichts wie los, anfangen und weitermachen, bis zum Erfolg. Tun Sie es einfach, sonst werden Sie nie, ich wiederhole, niemals wissen, ob Ihr Ziel Sie erfüllt.